So, herzlich willkommen zurück. Ihr werdet es kaum glauben. Zum Need for Speed. Autoblastungstest, Demon Motor Magazin ist nach einem halben Jahrzehnt wieder zurück. Ja, das Problem war, ich habe auf einen Gast gewartet, auf einen Kunde. Der kam und kam und kam einfach nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Ich habe mir extra dieses teure Auto hier, weil er das getestet haben wollte, gekauft, ne? Und also als Testfahrzeug für unseren Belastungstest. Und dann kommt der Kunde einfach nicht. Und ich suche ihn und suche ihn noch bis heute. Ja, verschollen. Der wollte uns wohl verarschen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht fährt er ja privat ein Panzer und steht im Stau, weil ein paar Soldaten ihm den Weg versperren. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall kriegt er natürlich noch die dicke Rechnung. Und natürlich auch jeden gefahrenen Kilometer, ne? 2500 Euro pro gefahrenen Kilometer war das ja, ne? Wisst ihr ja noch zu gut. Und wir werden das Auto trotzdem testen, denn ich lasse mich doch nicht verarschen. Ne? Und das musste er alles blechen. So. Ja, auf das Auto habe ich mich sowieso am meisten gefreut. Denn das ist der Lamborghini Diablo VT. Und ich habe richtig hohe Erwartungen in den Geschwindigkeitstests, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber erstmal müssen wir uns natürlich Informationen zu diesem Schmuckstück einholen. So, und da fangen wir wie immer mit der Leistung an. Mit seinem Allradantrieb, der die Vorderräder erst dann zuschaltet, wenn die angetriebenen Hinterräder durchdrehen wollen, behält der VT seinen Heckantriebscharakter, aber mit einem extra Päckchen Fahrstabilität. Obwohl ein aggressiver Umgang mit dem Gaspedal das Heck immer noch nach vorne bringen kann, ist die Neigung zum Übersteuern entschieden weniger ausgeprägt als beim Standard Diablo. Und die Kraft wird auch deutlich besser umgesetzt. Mit einer Beschleunigung, die den Wagen aus dem Stillstand in weniger als 5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer katapultiert und der höchsten Endgeschwindigkeit in dieser Gruppe, beeindruckenden 325 Stundenkilometern, ist der Diablo VT eine außergewöhnliche Erscheinung, sei es auf der Straße oder auf dem Rennkurs. Tja, dafür tut er jetzt untersteuern statt übersteuern, ne? Aber gut. Dafür hat er ausgezeichnete Bremsen, aber... Ja gut. Trotzdem untersteuert er und das ist ein bisschen beim Originalspiel ein bisschen nachteilig eben halt. Außer bei Lost Vegas ist nämlich dieses Auto schlechter als der Ferrari. Allerdings hat sich in unserem Belastungstest der Ferrari als nicht so gut bewiesen. Da war das dann doch nicht so der Fall und da habe ich wirklich mehr Erwartungen in dieses Auto. So. Dann wollen wir mal die allgemeinen Informationen anhören. Als direkter Nachfahre des kantigen Countach, der praktisch den Gattungsnamen Exote geprägt hat, hat der Diablo den Mittelmotor geerbt, einen V12 mit 4 Nockenwellen. Ebenso wie die Flügeltüren und den ganzen Fahrspaß des Originals, nur eben in einer runderen, geglätteten Form. Wenn Sie genauer hinschauen, erkennen Sie die etwas größeren Lufteinlässe für Motor- und Bremskühlung, die das Markenzeichen des VT sind, der Allrad-Variante des Diablo. Niemals zuvor hat ein Lamborghini seine Kraft so effizient auf den Asphalt übertragen. Ja, und 340.000 Mark. Ne? Da seht ihr mal, was ich hier blechen musste für die Kiste und dann kommt mein Kunde einfach nicht, ne? Ja, so sind sie. So, die Mechanik hätte ich jetzt gerne erklärt. Ein Allradantrieb mit einer mittig eingebauten Visco-Kupplung hilft, die monströsen 492 PS des VT auf den Boden zu bringen. Die Chassiskonstruktion ist der des Ferrari ähnlich,
mit dem gleichen Stahlrohrrahmen, aber die Karosserieteile aus Aluminiumlegierung werden durch ein Stahldach und strategisch platzierte Kohlefaserbauteile verstärkt. Und statt des hochfrequenten Kreischens des Ferrari-Motors dröhnt der 48-Ventiler, ein Aluminium-V12 mit 4 Nockenwellen, in einem sonoren Blechblaston vor sich hin. Stellen Sie sich ein Dutzend Posaunen unter einer Motorhaube vor. Ja, dann soll er mal zeigen, was er bringt, ne? Die Übersetzung scheint ja einem zu vermuten, dass der Motor nicht Luft nach oben hat mit der 325 km, aber erstaunlicherweise hat er es, denn wir erinnern uns ja mal zurück an Lost Vegas Originalstrecken und da hatten wir ja auch schon 360 oder so gepackt. Na ja, gut, im Fliegen, ne? Aber ich denke, da geht was auf unserer Top Speed, wo wir ja auch fliegen, ne? So, jetzt die Geschichte. Wer die Ursprünge des Diablo zurückverfolgt, stößt auf eine kleine Fabrik im italienischen Cento, wo ein Mechaniker seine industriellen Laufbahn damit begann, unter dem Familiennamen Lamborghini Traktoren zusammenzubauen. Ferruccio Lamborghinis Leidenschaft für schnelle, exotische Autos aber lenkte seine konstruktiven und unternehmerischen Energien in andere Bahnen. Und 1964 kam der erste Lamborghini Sportwagen auf den Markt. Auf der Fronthaube des 350 GT prangte ein rennender Stier, ein Hinweis auf Ferruccio Lamborghinis Sternzeichen. Der Moira P400, ein Sportwagen mit V12-Triebwerk, der seinen Namen von einer spanischen Kampfstierrasse ableitet, jagte mit seinem Mittelmotordesign die Konstrukteure der Konkurrenz verzweifelnd zurück ans Zeichenbrett. Trotz seines Erfolges, der Moira wird oft als der schönste aller Lamborghinis bezeichnet, wurde er Mitte der 70er Jahre durch den Countach ersetzt. Nach einer schwierigen Eingewöhnungsphase wurde der Countach zum meistgesuchten und meist bewunderten Exoten der Autogeschichte. Ohne große Veränderungen am grundlegenden Design lebt er im moderneren und aerodynamisch effizienteren Diablo fort. Ja, der Miura sieht gut aus, keine Frage. Vor allem für das Alter dieses Autos muss man wirklich sagen, es ist einer der schöneren alten Autos. Aber mein Lieblings-Lamborghini ist und bleibt der Diablo SV. Der ist einfach unübertroffen. Aber den gibt's hier noch nicht. Ja, und heißt das Ding nicht Countach? Seit wann heißt der Countach? Kommt mir irgendwie verkehrt vor. Okay, dann gucken wir uns mal ein beeindruckendes Video zu diesem tollen Fahrzeug an. Jawohl, das war doch ein schönes Video. Obwohl kein Vergleich zu dem McLaren F1 Video von Need for Speed 2. Also das Ding ist ja wesentlich cooler. Okay, das wäre es mit Lamborghini. Und jetzt meine Jungs und Mädels, auf geht's zum Demon Motormagazin. Dem Automagazin, wo die Autos vernünftig getestet werden. Ja, das habe ich nicht vergessen, ne? Den Spruch. Wo die Autos richtig getestet werden, ne? Ja, unser Motto habe ich nicht vergessen. So, das Ding ist schon auf 6 Strecken eingestellt, weil ich ein paar Übungsrunden gefahren bin, denn auch ein auch der Testfahrer, der die Autos
getestet, professionell, muss sich erstmal wieder einfahren, ne? Wir waren ja sonst auch immer so fehlerfrei, ne? Okay, lass uns loslegen. So, und der sieht auch innen voll cool aus, aber das wisst ihr, ne, wisst ihr noch gar nicht. Ihr seid mit diesem, doch, von Las Vegas seid ihr von dem Auto vertraut, genau. So. Und da wollen wir mal schauen, ich mache hier gerade alles vollkommen verkehrt. Aber sowas von, ich mache hier gerade alles verkehrt. Also verkehrt, da geht's ja mal gar nicht. Wir müssen doch hier Einzelrennen machen. Einzelrennen müssen wir doch machen, so. Oh, jetzt kommt Molukkenmusik. So. Okay. Zeigen wir es mal diesen Oschis hier. Boah. Hi Kollege, ich wollte dir nur mal die Hand klatschen. Das macht man mit einem kleinen Schubser in die Seite. So macht man das unter Lamborghinis. So. Ja, auf der Strecke gibt sich der nicht ganz so schön wie der Ferrari. Oh, den habe ich. Das war jetzt aber meine Schuld. Den habe ich ganz scheiße genommen hier. Ja, ja. Ich behaupte, ich habe geübt und dann fabriziere ich hier sowas. Das ist natürlich ganz super. So. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich nur die erste Strecke, also diese hier, geübt habe. Die nächsten muss ich dann mal gucken, wie sie laufen. Aber mit Kommentierung fahre ich sowieso wesentlich schlechter als ohne. Das habt ihr ja schon anhand des Walkthroughs gesehen. Aber wir machen das Beste draus. Wow. Oh ne, ne? Okay, das merke ich jetzt ganz eindeutig, weil diese Fehler habe ich beim Üben nicht gemacht. Vielleicht sollte ich mal eine Runde die Klappe halten, ich habe keine Ahnung. Also man merkt auf jeden Fall deutlich, dass sie untersteuern, dieser Kiste. Also auf dieser Strecke ist der Ferrari definitiv besser. Aber das wird sich auf den anderen Disziplinen sicherlich ändern. Vor allem, wie gesagt, auf den Top-Speed-Tests habe ich große Erwartungen an die Kiste. Ach, come on! Was ist denn los mit mir? So. Oh Gott! Das ist unglaublich. Ich habe das so lange geübt, dass ich das gut kann, ne? Und was mache ich jetzt im Ernstfall? Den größten Unsinn. Meine Güte. So. Ach, come on! Ist ja schon fast ein Grund, die Aufnahme neu zu machen hier. Na, fahre ich jetzt immer noch eine vierte Runde. Wir müssen ja wenigstens vernünftig testen jetzt. Was ist denn los? Was fehle ich denn jetzt auf einmal so? Ja, das war schon etwas besser. So. Ach ja, das wäre alles mit dem Supra nicht passiert. Oh Gott. War auch nicht sonderlich gut.
Gut, ich probier's mal mit einer stillen Runde gleich. Oh Gott, lass es ruhig bleiben. Nicht aufregen. Sein, dass ich innerhalb von 5 Minuten wieder so raus bin. Oh, lenk doch rum! Sorry, dass ich mich gerade aufreg, aber ich... Oh, nee! Ernsthaft? Es ärgert einem schon, wenn man das ohne Aufnahme perfekt gefahren ist und hier jetzt so einen Kack macht. Na? So, dann probiere ich die Runde jetzt auch nochmal. Vielleicht schaffe ich das mal jetzt mal wenigstens mal euch mal eine Runde, gute Runde zu bieten. Wahrscheinlich nicht, aber hey. So. Müssen wir bremsen. Und einlenken. So. Naja, nicht schön, aber selten. Gut, ich kann bei Aufnahme einfach nicht fahren. Zumindest nicht, wenn das Mikrofon hier steht. Es ist leider bedauerlich, aber die pure Wahrheit. Ja gut, ich geb's auf. Mach die Kiste jetzt aber noch kaputt. Nicht mal das gelingt. Ja, war ja eine gruselige Runde, ne? Ach, come on. Nee, egal. Ich kann's nicht ändern, ich war einfach zu schlecht. Mann! Ich hätte gerade schon drüber aufregen können, ne? Ist schon ein bisschen nervig. Ja, nee, das hat mir so in dem Moment deswegen aufgeregt, weil ich habe das vor 5 Minuten vor der Aufnahme zwei Durchgänge gemacht und 99% fehlerfrei. Dann nehme ich auf und dann setze ich das Ding gegen die Wand und fahre die Kurve wie zum Kotzen. Oh, nee. Okay. Wir wollen aber nicht aufregen, wir wollen Spaß haben. Es ist der Autobelastungstest, wir wollen Spaß haben. So, aber zu beurteile ich jetzt natürlich das, was das Auto geleistet hat, als ich nicht zu dumm dafür war. Ja, ich muss sagen, der Ferrari war besser auf alle Fälle. Hier merkt man natürlich bei so einer Normalo-Strecke, dass die Steuerung ziemlich untersteuernd ist. Das merkt man natürlich, aber bei den anderen nächsten Tests unterscheidet sich ein wenig von den offenen Straßen. Habe ich große Erwartungen und mal gucken, wie es dann wird. So, okay, ja, dann ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit dem Demon Moto Magazin, dem Automagazin, wo die Autos vernünftig getestet werden. Wer schaltet das nächste Mal nicht wieder ein? Dann gibt's, ne? Dann rolle ich euch mit dem Lamborghini über. An der
Dann stell ich euch an die Hauswand, ne? Also das heißt, wenn ihr also die Tür aufmacht, dann möchte ich, dass ihr rauskommt, euch an die Wand stellt, dann steige ich in mein Lamborghini ein und flatsch, fahre ich euch zu Brei. Ne? Also wieder einschalten. So, ja, bye bye.